Diese Folge von Elden Ring wird gesponsert von euch. Ich habe ja nicht so oft Sponsors bei meinen Videos, bin da ein bisschen wählerisch und möchte es auch nicht so häufig machen. Aber ich freue mich sehr über die ganzen Leute, die mich bei Patreon unterstützen. Und das wollte ich mal einfach mal wieder dazu nutzen, mich dafür zu bedanken. Denn es sind inzwischen doch einige geworden. Das freut mich wirklich sehr. Und falls euch meine Videos gefallen und ihr Spaß daran habt, mich vielleicht ein bisschen unterstützen wollt oder auch manchmal einige Goodies bekommen wollt, wie exklusive Videos oder Videos ein bisschen früher, dann guckt auch auf meiner Patreon-Seite vorbei. Findet ihr den Link unten in der Beschreibung. Und ja, das macht es mir einfach ein bisschen leichter, unabhängig vom gefürchteten YouTube-Algorithmus zu sein oder auch von anderen Sachen, dass man halt nicht welche komischen Sponsoren braucht oder auch, wie gesagt, mal andere Videos machen kann, ohne dass man immer da gucken muss, dass man genau die hat. Habe ich die nicht schon aktiviert? Doch, dass hier gerade so darüber fliegt. Aber ich glaube, ich werde das Altos-Plateau jetzt nicht weiter erkunden. Ich könnte jetzt hier durchreiten oder hier nochmal zurückgehen. Königliches Observatorium. Ich will nochmal zurück zu dem Siluvis. Und das eigentlich weiterverfolgen, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen mein Plan. Aber das mit Rani, Blade, Blaith, nicht Blade, Nokron, scheint mir alles schon relativ wichtig. Schade, dass der Dings hier weg ist. Der Drache. Ich hier nie so richtig umgeguckt, vielleicht gibt es irgendwas Wichtiges hier noch vor ich. Ah! Die blöden Typen. Gibt es noch mehr von denen? Ich muss umgucken. Die Ruinen haben eigentlich fast immer auch einen Keller gehabt. Oder sind die als Ruinen einzeln gezeichnet? Nee, dann vielleicht eher nicht. Aber fast alle Ruinen hatten irgendwie nochmal was. Ich habe auch schon ein, zwei Geheimgänge entdeckt. Aber vielleicht auch nur, wenn sie nochmal speziell markiert sind. Aber zumindest mal auch ohne Geheimgang soll ich mal vorbeigucken. Zum Beispiel für sowas hier. Guck an. Sascha, ist das auch schon mal was wert? Zumindest einmal durch alle Ruinen jetzt mal durchgehen. Asche gefunden, können wir uns ja mal angucken. So ein normaler Totenschädel. Es sind schon ganz schön viele Ruinen hier. Hier lang, mal da reingucken. Blöder Typ. Hier, das könnte auch. Ha! Das hat man sogar so ein bisschen vorher gesehen. Nice. Na, diese Ruinen erkunden lohnt sich ja doch immer. Oh, ist das dunkel hier? Was ist das denn? Hallo? Na, das vorne. Trotzdem nicht mit mir reden.
sind ja voll viele. Was ist denn passiert? Selouvis Puppe, nicht berühren. Blöde Sau. Dem gehört das hier. Hau ab. Selouvis Puppe, nicht berühren. Sie hat Helben geschrieben. Wer kommt denn hier hin, um die zu berühren? Okay, das gehört dem blöden Typen. Ich muss doch irgendwas sein. Die ganze Bude kaputt. Mag den eh nicht. Das wird auch mit dem Trank zusammenhängen, den ich der Nefeli Lu geben soll. Aber der von der Tafelrunde, der scheint doch jetzt auch nicht unwichtig zu sein. Das ist alles, wie das zusammenhängt. Weil die Leute nicht hier. Ha! Ist das die Sellen? Das ist schon die sehen ja nicht zufällig so aus. Hat er die auch gefangen genommen? Das macht er auch mit den Drinks. In so Sackgassenräumen lohnt sich immer mal so nach Wänden zu gucken. Ich will die jetzt nicht angreifen. Nicht, dass die. Ich weiß nicht, ob die jetzt. Da drin ist, ob die noch lebendig sind und irgendwie eingefroren oder was da los ist. Kann man den Silouvis jetzt drauf ansprechen? Oder behält man das für sich? Soll ich das der Rani sagen? Weiß sie das? Mal diese. Im Norden noch an die Ruinen, habe ich glaube ich auch nicht angeschaut. Ich glaube, welche Ruinen? Da. Im Osten, die hier. Nee, da waren wir schon. Ja, da waren wir auch gerade eben, in dem waren wir jetzt auch schon. Auf den Boden gucken, wo diese typischen Eingänge sind. Wie gesagt, in der Ruine haben wir es auch entdeckt. Ich kenne das so ein bisschen dann. Manchmal ist es durch Zufall oder manchmal, wenn man da genau hinguckt, ist die Ruine schon vorbei. Ich würde mal Rani danach fragen, ob sie dazu was zu sagen hat, ob sie das weiß, was der Selouvis da für komische Sachen macht. Die einzige, mit der ich darüber reden könnte. Ah, 3 Punkte gleich. Ja, danke. Frauen. Schau mal bei den Selouvis vorbei. Das hängt doch garantiert mit diesem Drink zusammen. Guck, ob ich ihn drauf ansprechen kann oder ob das automatisch macht sogar.
Ruinen können wir auch gerade nochmal gucken. Hier schon gerade da durchreiten. Wie viel kleiner sind hier? Auch eher gedacht, dass es mit dem Drachen da zusammenhängt. Danach habe ich eigentlich gesucht. Und nicht so sehr nach dem Siluvis. I could have sworn I told you to trouble me no more. Are you here to tender your sincere apology and undertake my task? Ich nehme die mal an. Ich mal gucken, ob das Spiel mir dann ein paar Optionen gibt. Good, good. As a man of abundant charity, I accept your apology. Now I shall hand over the potion in question. Siluvis-Trank. Find Nefeli and ensure she drinks it. I expect glad tidings, and soon. I've no time for it. The only thing I will hear from you is a report of your task's completion. Are we understood? Then off you trot. I have enough on my plate. Nach Nokron fragen, das fliegen war ich ja eigentlich hier, stimmt. Well, well. You're asking me about that, are you? Yeah. The task was left to you and the mongrel, was it not? Not only are you incompetent, but shameless to boot. Well, there's no helping it. Now's as good a time as any. I'll let you in on it. There's a glintstone sorcerer by the name of Selin in Limgrave. She owes me for the help I gave her when she was expelled from the academy. I asked her to look into the matter some time ago. I'll write you a letter of introduction. Go ask her. Bin ich in seinem Keller gehabt oder vielleicht ein anderer? I've no time for that. The only thing I will... Are we understood? I have enough. Okay, mehr zwei coole Sachen jetzt. Mal den Trank anschauen. Das ist ein Key-Item. Ein Empfehlungsschreiben. Da ist Eluvis Trank. Trüb, blau, schwarz. Eine Schriftrolle mit königlichem Wappen. Empfehlungsschreiben vom Präzeptor. Ah. Suchen wir doch die Sellen mal. Die war eher an zwei Orten, ja. There you are, my apprentice. Shall we commence the lesson? Ja, aber ich bin wegen etwas anderem hier. Empfehlung schreiben. Well, well. Siluvis is not a name I ever wanted to hear again. But fine. If it will help you, my apprentice, I offer my knowledge. The stars alter the fate of the Carian royal family and the fate of your mistress, Rani. But long ago, General Radahn challenged the swirling constellations and in a crushing victory arrested their cycles. Okay. Now he is the force that repulses the stars. If General Radahn were to die, the stars would resume their movement, and so too would Rani's destiny. Das war's. Jetzt haben wir den Radahn. Der hält die Sterne auf, oder was? Und das haben wir jetzt fixen. Ja, wenn sonst nichts ist. Jetzt können wir das Blaze erzählen. Ob die Nefeli Lu noch hier ist? Hier, bei den... im Dorf der Albinaurix. Vielleicht kann ich ihr das erzählen. Weil eigentlich war die ganz cool. Der Dings ist ein Arschloch. Er gehört zwar zu Rani, aber ansonsten hält mich jetzt nichts bei dem. Hey. Put this time. And though the suffering cannot be undone, I can still mete out justice. Justice to the oppressors. Let the scars I carve remind them. I am Nefeli Lu, warrior.
put this time, and though the justice let the scars. Wieso würde ich jetzt den Trank geben, wenn ich es dann wollte? Put this time, and though the justice to the let the scars ache. Sehr weird. Hol hier. Lass doch mal bitte bleiben. Ich muss doch hier wieder weg. Vielleicht kann ich sie in der Tafelrunde besuchen. Das war jetzt unnötig. Oder mit dem Vater sprechen. Und mit Blaze will ich auch noch sprechen. Ich kann auch mit ihm jetzt mal kurz sprechen. Wir haben ja den besten Kleriker aufgesucht. You've met Garank, I take it. Then owing to our duties shared, we are now comrades in arms. I think you've earned this. The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. Über die? Was? I serve the Golden Order, that I might put this crooked land to rights, following only the guidance of the Great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is, the vermin must be exterminated. Down to the very last. Mit wem hat er gerade gesprochen? Das habe ich tatsächlich gerade verpasst. Mit die? Ah, you again, is it? The recusants sent a lackey. Can you believe they invited me to join them? Now, after what they did? I can scarcely believe it myself. Did they think me a fool? You might be surprised to learn I took them up on the offer. Then I only had to ask. The location of the recusant hideout. It's on Mount Gelmir, found off the old road that leads west from the town of Windmills. That's where they hide. The manor on the peak. Just you wait, wretched recusants. You'll rue the day you insulted my name by laying hands on Lanya. The tale of House Hoslow is told in blood, after all. It's on Mount Gelmir, that's where they... Just you wait, the tale of... Okay. Wissen wir jetzt auch, wo das ist, was sie das brauchen. So, ist Nefeli. Ich war letztes Mal hier. Oh, die Tür ist offen. Das ist ja voll viel Story in dieser Folge. Das ist ja Wahnsinn. Wer ist er denn? Have you ever felt the curse? With your whole being, the pox upon life itself, feared and despised by all. The reviled blessing. Apparently not. You are but a lamb, a stranger to defilement, ignorant of your own ignorance. You no longer interest me. I've been long without peace. Don't spoil my quietude. Okay. I asked you not to be thankful of the whole serenity. It is all that keeps your death and defilement at bay. I asked you, be thankful of the heart, it is all the key. Okay, der ist nicht sehr gesprächig. Aber schön hast du es hier. Ich komme dann mal später wieder. Wir haben eine neue gefunden. Ach, wir tatsächlich. Was sie jetzt im Angebot hat. Schimmersteinüberrest, immer noch Runenbögen. Ah, Steinschwertschlüssel damit. Schmiedesteine. Oh, da kann man ja richtig viele von kaufen, wenn ich die brauche. Ah, das ist ja mal praktisch. Also nur eins an zwei, aber immerhin.
Krankheitkolben. Die und die. Das Ritterset könnte ganz cool aussehen. Wenn die Nephelilu nicht da ist, vielleicht kann ich mit dem Vater drüber sprechen. You. What is it? Guck, da. Ich sollte mal kurz über Renada sprechen, wenn noch was Neues erzählt. The Academy of Rhea Lucaria lies to Lyngraves North, towering over the mist-laden lands of Liurnia. Renala is queen of the Carian royals, who govern the Academy. And her great rune dwells within the egg she so dearly clutches. The Academy of Renala is and her great... So, despite being his castle lies up at, I suspect, General Radahn, the famed Red Lion and Scourge of the Stars, is a ferocious warrior. He fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds to Lyngraves East. And by my reckoning, Radahn remains there, even now. Though, I doubt he much resembles his former self anymore. General Radahn, the he fought Melania and by my though. Praetor Rykard is the lord of the volcano manor on Mount. He is a ruthless justice who commands a company of inquisitors. The volcano, ja. Mount Gelmir, lies in the west of the Altus Plateau. It was the stage Rykard has committed the grave sin of blasphemy. Okay, das erfahren. Altus Plateau haben wir ja gerade entdeckt und über Gelmir haben wir auch was erfahren mit der Lena hinten und über Radahn gerade von Zelen. Was er zu Seluvis Trank sagt. Is that potion what I think it is? Bloody Celebus. I suppose he's up to something again. Oh, I won't interfere. You go ahead and do what you must. Was? The round table has no code to speak of. But I ask you this. Are you really going to do the bidding of that twisted dolly botherer? Or would you rather hand that potion to me? And see if we can't get one over on the bastard. Das ist ja geil. So, mach doch, was du willst. Also, du kannst mir schon den Trank geben, aber pff, ansonsten meine Tochter. Natürlich, ich finde den scheiße, den Typen. Hier, nimm den Trank. Good. I'll dispose of the potion myself. You go and see Celebus, but don't give anything away. Just tell him that you tricked your mark into drinking the potion, as planned. Despite knowing next to bloody nothing, he's so far up his own arse he won't suspect a thing. His inevitable display of arrogance will certainly be a sight to behold. Aber kann er mir nicht sagen, was passiert wäre mit dem Trank genau? Das fühlt sich so schon besser an. Da hätten wir ruhig mal was sagen können dazu. Und mit einer Nefeli, dass man überhaupt nicht drüber sprechen konnte, ist ein bisschen weird. Ah, I've decided to leave the round table hold. Oh. I'm off in search of a noble scholar known as the Gold Mask, to beg his instruction. We may not meet again for some time. If there's any incantations you wish to learn, now's the moment. Vergiftungen. Das klingt ja nicht verkehrt. Wohl 10 Glauben. Aber ich habe doch immer Sachen, wo ich das machen kann. Ja, nehmen wir mal mit 1000. Erhöht Resistenz. Ja, ich habe keinen Bock damit immer rumzutun. Was Neues bei euch, Kinders? Tainted man, so great. Listen. The great Harney. In the demigodric, the runt of the litter. Er ist davon süchtig. Immer einen Schluck nehmen. Greeting, are you here for
habe ich gerade ausgerüstet. Ist gar nicht schlecht. Gräberteil. Können wir mal welche besser machen? Page mit dem Fernkampf. Ja. Ansonsten die Wölfe. Sind die besser? Man kriegt aber zwei davon. Verwirren die Gegner mit akrobatischen Bewegungen, wählen schon in eisigem Atem. Das sind halt drei Stück. Und die kosten wie viel? Steht das nicht irgendwo? Ich denke, dass sie besser sind, weil sie teurer sind. Die kann ich mir halt nicht leisten, deswegen habe ich auch nicht geupgradet. Brauchen wir sogar das gleiche dann. Na egal. Well, I took you no matter, it's all lay out your arms. Noch nicht. Schmiedestein Nummer 5. Warum haben wir denn so wenig davon? Schmiedestein 3. Plus 9. Skaliert halt mit B, das hat eh schon gut. Schlag ist auch so komisch. Guck mal, was anderes Schlag ist. Nichts von den Sachen, die ich habe, die interessant sind. Die Spaltaxt wäre noch ganz okay. Hat auch die Idee. Ist ja auch Blutverlust wenigstens halt. Weiß ja was. Bei Schmiedestein 4 habe ich voll viel wieder. War nicht genug Runen. Hat so viele Sachen rausgeballert. Aber Schmiedestein 5, da fehlt es uns ein bisschen. Die Schmiedestein 5 brauche ich erstmal für meinen Uchigatana. Wir haben schon Schmiedestein 6, haben wir, ne? Warum fehlt mir dann die 5? Ne, ich dachte, wir hätten schon 6er. Moment, geht es mir ganz gut. Ich brauche mal ausnahmsweise keine Umarmung. Aus Prinzip eigentlich. Vielleicht hätte ich auch mal was Neues zu erzählen. Ja, mach das. Now, come closer. Umarmung ist dann doch nie verkehrt. Auch wenn man es gerade nicht braucht, schön ist es trotzdem. You are so very warm. Ein Gefallen? Ah, guck, gibt's auch was zu sagen. Okay. My dear, might I ask something of you? Could you please find the owner of this dagger? And return it to them. A certain person gave it to me as a gift. It's a very precious thing. It must have a special place in the owner's heart. So I would like for the original owner to have it back.
If you wouldn't mind. I'd like you to find the owner of the dagger I gave you and return it to them. It's a very precious thing. Then good day to you. So die krasseste Story-Folge ever, was hier alles passiert. Das ist eine ganz normale Waffe ist. Ein Schlüssel-Item. Da ist er. Ein Dolch von Fia gefährt ihm auf dem Sterbebett. Sie möchte, dass er seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgebracht wird. Dieser Dolch war früher eine ganz besondere Waffe aus verflochtenem Gold und Silber, doch mittlerweile ist er abgenutzt und durch einen schwarzen Riss verunstaltet. Okay, was sind die Hinweise? Gold und Silber. Was hat sie noch von dem Typen bekommen? Kann sie mir nicht einen Hinweis geben? Scheint nicht. Vielleicht später nochmal fragen. Woher soll ich jetzt wissen, wem der gehört, Mädchen? Die Tür geht vielleicht auch noch demnächst auf. Da hinten ist ja auch eine aufgegangen. Hat sich unten mal was getan? Teleportation bei diesen vier Glockentürmen brauche ich magische Schlüssel, ne? Ich habe vier Steinschwertschlüssel im Moment, oder wieder. Ich habe keinen von den magischen, die ich da brauche. Wie viel Kram wir haben. Dieses zweite Hälfte brauche ich da. Zweite Hälfte. Die rechte Hälfte von der Festung Farod auf dem Drachenhügel weit im Osten. Und der Kelit vielleicht? Großaufzug von Dektos. Altus Plateau mit Leonien. Das könnte ja da sein, wo diese beiden Reiter waren, wo dieses große Tor zu sehen ist. Also, was haben wir denn jetzt hier noch für Informationen kurz? Die Sellen hat uns nach Kaelid geschickt, zu Radahn. Prinzipiell. Jetzt kann ich auch den Blave besprechen. Ich kann zu dem Siluvis zurück. Mit der Geschichte. Ich will immer noch mal mit Nefeli Lu sprechen, eigentlich. Ich finde das so komisch, dass das alles an ihr vorbeigeht. Dass sie das gar nicht sagen kann mit dem Trank. Das finde ich so weird. Betrifft sie ja. Die ist halt so vertieft in diese Geschichte, dass anscheinend da nichts anderes möglich ist gerade. Ich muss auch noch diesen Turm aktivieren. Hier in der Mitte mal die Karte finden wir auch mal was. Mit Rhea, der Speerin. Diese Geschichte habe ich auch nicht weiter verfolgt. Durch dieses Tor. Das könnte aber der Aufzug sein, für den ich die zweite Scheibe brauche. Ich weiß gerade immer nicht, was ich hier genau brauche. Hütte des Künstlers. Habe ich da? Von hier übrigens irgendwo kann ich dieses Bild mir anschauen. Vielleicht mache ich das mal kurz tagsüber. Das eine Bild, das ich gefunden habe. Ja, nicht, wenn ich hier unten bin. Ja, das ist hässlich hier. Oder bin ich jetzt, glaube ich, in der Senke? Na, fast. Was ich meine, ist das hier. Das Bild. Links das Tor, rechts der Baum.
nicht ganz. Mit nicht ganz meine ich nein. Gucken wir doch mal kurz. Die zwei Türme sind das, oder? Von dem. Das heißt, es müsste eher von hier ungefähr sein. Dass dieser Turm links von dem Gebäude ist. Ja, schon besser. Vielleicht noch ein bisschen weiter sogar. Hier sehen wir das Tor nicht. Wir sind ja viel zu nah am Tor. Ja. Fuck off, Brudi. Das müsste weiter in der Richtung sein. Muss man irgendwo oben stehen. Die Richtung stimmt schon einigermaßen. Muss das Tor sehen. Das ist ein bisschen ein weirder Spot, ehrlich gesagt. Aber man sieht das Tor noch im Vordergrund. Das klappt gar nicht so leicht, wenn man dann weiter weg ist. Ja, was ist so ein... auf die Karte guckt. Hier ist das Tor. Ist schon hier irgendwo. Hier, wo ich jetzt irgendwo bin. Hier so oder vielleicht hier drüben. Ein erhöhter Platz. Okay, hier bin ich unten. Das hilft mir gar nichts. Das ist komplett falsch, leider. Theoretisch könnte es auch hier ungefähr sein. Da müssen wir wahrscheinlich bis weiter nach Osten. Ja, so ist hier noch. Da oben, da müsste ich eigentlich sein. Bei dem. Und da rüber gucken. Weil so ganz verkehrt ist es nicht. Hier oben oder hier oben. Also entweder hier so. Jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil das Wetter scheiße ist. Das hilft natürlich gerade nicht. Aber so schlecht ist jetzt auch schon hier die Aussicht gar nicht. Mal an. Das Tor sieht man so unten links und sind da so zwei, sind so Gräber und sowas. Sieht eigentlich ziemlich gut aus hier. So jetzt. Was ist denn jetzt? Kommt das an die Nebelwand? Sicher ist da. Eigentlich bin ich ziemlich nah, habe ich das Gefühl. Ah, jetzt, danke. Ah, okay. So Größen. Verhältnis noch mal angucken. Bisschen weiter links noch, dass das näher ist. Aber wir sind schon fast da. Und dann ist auf dem Bild. Zwei so Gräber, zwei so Steinfiguren. Aber es ist nicht so weit weg. Hier ist es ziemlich gut. Vielleicht noch ein bisschen höher. Vielleicht da oben. Da oben würde es vom Winkel auch ein bisschen besser passen noch. Ja, hier haben wir auch so Steinfiguren. Stopp. Gerade die falsche. Runter, also noch ein bisschen.
Was würde prinzipiell passen? Hier sind so Gräber. Ja, guck mal hier. Hier, das sieht gut aus. Gleich haben wir es. Nein, nicht der Nebel. Ich guck doch. Hier so. Jetzt nervt man nicht, ihr blöden Penner. Hier so. Bisschen. Jetzt kommt er nicht. Kann er nicht. Soll mich verarschen, der Nebel? Und ihr? Müsst das bitte lassen. In hier in geheimer Mission. Guck mal, der zeigt auch sogar. Was war die jetzt? Hübsch. Ich glaube nicht, dass euch das helfen wird, aber. Hübsch, ja, auch doch. Schön. Lieber mal ein bisschen mit dem Schwert trainieren, statt Purzelbäume schlagen. Ich will nichts sagen, aber. So. Ach guck, das reicht schon. Das ist schon der richtige Ort gewesen hier. Man muss nur zu diesem. Man muss nur den dann in seinem Sitz finden. Eine Larventräne und ein bisschen Zeug. Also die Rüstungsteile werde ich nicht brauchen. Eine Kappe des jungen Gelehrten der Akademie von Raya Lucaria. Diese Gelehrten werden ständig aus dem Bernstein-Ei von Königin Rinala wiedergeboren, dem Oberhaupt der Akademie. Allerdings ist ihre Wiedergeburt unvollkommen und durch die vielen vergeblichen Versuche sind sie am Ende süchtig danach. Für sie ist die Wiedergeburt wie ein Schlaf und mit jedem Erwachen verlieren sie sämtliche Erinnerungen. Okay. Ich habe zwei Rüstungsteile bekommen und eine Larve zum Respecken. Na dann. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir nochmal zu Seluvis. Dass ich mit dem Nefeli-Lu nichts machen kann, das ärgert mich. Und mit dem Vater haben wir ein bisschen was. Und dann zu Blaive. Live und ihm darüber quatschen. Wollen wir zum richtigen Turm? Ja, ne? Nein, natürlich nicht. Renners Turm. Bleibt der eigentlich zu? Guck mal nochmal kurz vorbei. Sich da vielleicht nicht was getan hat. Jetzt. Weil die Geschichte ein bisschen vorangeschritten ist. Wir mit Rani zusammenarbeiten. Immer noch zu. Ich reite aber in deinen scheiß Turm rein. So. Ah, so you made Nefeli drink the potion. Well done. You are a touch more useful than I had thought. Very well. Then you shall have your gift. Knowledge of the sorcerous arts under the tutelage of the great preceptor Celavis. I doubt much of it will lay within the grasp of a mere tarnished, but... If you put your mind to it, perhaps you won't embarrass our lady. You wish to begin, right? Well, your impatience, though boorish, is understandable. Let's have at it. Mal kurz, was er so hat. Ja, setzt euch.
Brauchen wir ja alles nicht. Wenn wir Feli mal fragen. So, you had Nefeli drink the potion? Truly? Then perhaps something was amiss with it. It's concocted from the finest ingredients, but perhaps I should review the recipe. I may have expected too much of her to begin with. Ich frage ihn jetzt darüber aus und so neugierig. You break into a man's private chambers, rooting about as you please. Your offishness knows no bounds. Fine and well. You tricked Nefeli and had her drink the potion. I believe that makes you my accomplice. You yearn for a puppet of your own. Well, normally one of your stature would never be allowed. But perhaps I can make a very special exception. Now, choose. Was denn für Puppen? Ruf den Geist eines Gefäßes und Holz. Ruf den Geist der Fingerjungfer Teroline. Da habe ich hier Geister und Puppen. Hiermit ruft ihr den Geist. Der Geist einer Fingerjungfer, die nie dem Befleckten begegnete, den sie führen sollte. Setzt heilende Anrufungen und Weihwassertöpfe ein, ist aber keine Kämpferin und in Schlachten eher fehl am Platz. Eine Jungfer ohne Befleckten, ein Befleckter ohne Jungfer. Und es gibt niemanden, der sie zueinander führt. Der Geist eines Mannes, der in ein Gefäß aufgenommen wurde, werden sollte. Ein Wurfspezialist, der alle möglichen Töpfe und Gefäße wirft. Der Krieger, das Kriegergefäß, sagt dem Unbekannten einst, ihr seid nicht bereit, euch den Kriegern im Inneren anzuschließen. Strengt euch an, verbessert euch, dann komme ich euch eines Tages holen. Vielleicht kann man die irgendwie befreien. Das war's, mehr kann ich nicht mit ihm reden drüber. Und was habe ich jetzt für eine Puppe? Wie benutze ich die? Wie? Das ist alles für komische Sachen passieren hier. Ich sag's euch. Ist eigentlich abgehakt, wenn ich es erledigt habe. Nicht wirklich. Wo ist denn die Puppe jetzt? Da unten. Ach, die kann ich damit rufen, auch einfach mit der Glocke. 82, kann ich sogar rufen. Das mache ich mal. Gucken wir mal, damit der irgendwie interagieren kann. Hier darf ich sie nicht rufen. Aha. Okay, und die letzte Station ist von dieser Reise. Die schießen wir jetzt auch nochmal ab. Wir gehen mal zu Blade. Blave. Das haben wir es, glaube ich, mal am Ende noch geschafft, sogar einigermaßen vernünftig zu sagen. Blave. Ja, und hier unten muss ich jetzt irgendwie auch noch was machen. Irgendwas hat es auch damit zu tun, dass ich diese ganzen Dinge anzünde. Ist auch kein Zufall. Wie viel haben wir denn schon angezündet? Man sieht schon ein paar. Eins. Ah, guckt mal! Ich weiß nicht. Ich habe nicht drauf geachtet, ob die vorher an waren, aber hier fehlt noch eine so eine Säule. Das heißt, ich musste noch eine Säule hier anmachen. Ja, klar. Das heißt, ich habe irgendwo in der Welt eine Säule nicht angemacht. Also in diesem Gebiet hier. Ah, fickt euch weg, kommt. Komm jetzt nicht den ganzen Weg hinterher, Kinder. Lasst es einfach bleiben. Natürlich nicht. Wenn wir uns beim Gespräch ganz halt schon in den Rücken schießen.
Typen daneben gesprungen. Und der andere denkt sich auch so, ja, ich weiß nicht, doch. Dann noch was, die Heizung angelassen zu Hause, ich muss mal weg. Pelzgamaschen. Das sind mir doch viel zu groß, die Hosen von denen. So, Leith. Ah, well met. What news? Von Zelen erzählen. So Rani's fate is kept in stasis by Starsgurge Radahn. That reminds me of something I heard. There's a festival being held at the castle on the southern edge of the Caelid Wilds, east of Limgrave. It's a festival of combat. And I heard that you can fight Radahn himself. He who's once called the strongest of all the demigods. Maybe it's just a coincidence, but I think it's worth investigating. I'll be on my way to this festival of Radahn then. Okay, dann haben wir ein neues Ziel. You're coming too, right? To Radahn's festivities. I'll meet you at Redmane Castle in Caelid. The way ahead is pleasingly simple. We fight, sword and fang. You're coming too, right? I'll meet you at Redmane. Okay, the way ahead dann is haben wir ein neues Ziel. Aber kommen wir jetzt, haben wir mit Nokron jetzt hier aufgegeben oder wie? Ja, wir müssen, ich muss noch einen so einen Turm hier finden. Ich habe in dieser Folge so viel Story erlebt, wie ich sonst in 2,5 Dark Souls nicht erlebt habe, gefühlt. Wahnsinn. So, jetzt muss ich nur noch den einen blöden... Ach, ich habe kurz gedacht, der wäre es, Alter. Den kann man nicht entzünden. So groß ist das Gebiet zum Glück nicht. Sollte einigermaßen schnell gehen. Ich hoffe, es ist nicht auf einer anderen Ebene. Ich gucke erstmal hier unten. Lass mal hier einen. Ne, da oben, das brennt auch. Der brennt auch. Nicht am Busch festhängen. Oh, da ist ein Item. Der ist direkt gegenüber. Das hole ich mir mal eben. Der Turm brennt. Jetzt gucken, ob ich hier irgendeinen Turm übersehen habe, hier hinten vielleicht. Was sind solche Sniper? Alter! Ist gerade weggeschossen fast. Ich sehe hier keinen Turm. Die Pfeile nerven gerade ein bisschen. War das jetzt? Hier war das, glaube ich. Ich steig mal lieber ab. Ist ein Gelenk hier. Okay, wir
steigen mal wieder auf. Ach, cool. Ein Steinschwertschlüssel. Aber wohin? Der Turm ist auch an. Ist auf den oberen Ebenen noch irgendwo? Da habe ich gar keinen. Ich habe am Anfang irgendwo einen vergessen. Hier unten bin ich jetzt. Ja, vielen Dank. So nicht. Hier, wo ich herkam, gab es da schon so einen brennenden Turm? Ich glaube nicht. Mal gucken, was wir es nicht gesehen haben. Es fehlt noch ein Turm, in welches er wohl bekommen. Da oben brennt auch einer. Hier irgendwo in den Ruinen drin. Ah, der brennt auch. Au. Ist doch gut. Der Turm brennt auch, oder? Wenn oben die Flamme leuchtet. Ja. Den schon noch. Da oben ist er bestimmt in die Höhe. Ich guck jetzt, sonst merke ich mir, dass ich theoretisch da hinkomme. Also, hier bin ich vorhin schon lang geritten. Da ist der andere Turm. Ich glaube inzwischen, dass er auf einer anderen Ebene ist. Dann, ich weiß nicht, ob ich oben mich entzündet habe, ehrlich gesagt. Ich auch genau einen irgendwie übersehen habe irgendwo. So ein Ärger. Hallo. Nur ein bisschen umgucken. Hier! Ah! Ich
Schnauze. Man wird sogar dann darauf hingewiesen. Ich war so stolz, dass ich es selber entdeckt habe. Irgendwo sammelt sich Kraft in den gehörnten Überresten. Dann zurück zu der Treppe. Alle entzündet. Mal auf, zerstört einen epischen Augenblick. So. Cool. Aber wisst ihr was? Wir müssen uns auch für die nächste Folge was aufheben. Ich will mal gucken, was da hinten dann los ist mit diesem Vieh. In der nächsten. Rudi, zerstörst die Abmod. Also in der nächsten Folge gucken wir uns an, was da hinten los ist. Im Heilighornland mit dem Gehörnten und hier. Dann haben wir einen ganz klaren Auftrag, nach Osten zu gehen. Zu Radahn. Und das sind die zwei offensichtlichsten Sachen. Nach Osten Richtung Caelid wollte ich eh. Oder Norden, das Altusplateau. Oder wahrscheinlich der Aufzug. Mal sicher gehen, ob das der ist bei diesem Tor. Das sind die Sachen. Also Altusplateau hier oben. Hier was machen. Allgemein, das muss ich auch noch finishen. Magische Schlüssel, der Schimmersteinschlüssel, die Geschichte. Aber ganz konkret ist am ehesten Caelid. Dann vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es spannend weiter. Bis dann. Ciao.